Liebe Zuschauer, meine sehr geehrten Damen und Herren, wann haben Sie das letzte Mal gespielt? Also ich meine mit einem Brettspiel. Ich habe heute hier jemand zu Gast bei uns hier im Glück auf TV-Studio. Das ist der Jürgen Tschirner aus Leipzig. Hallo und ich sag einfach Glück auf. So ist es ja bei uns. So ist es, genau. Im Erzgebirge. Glück auf zurück. Schön, dass du da bist. Ich habe es schon gesagt, du bist Leipziger und hast ein Brettspiel über das Erzgebirge gemacht. Wie kommst du dazu? Es ist eigentlich eine lange Geschichte, aber ich versuche mich kurz zu fassen. Meine Frau und ich, wir haben vor 2 Jahren einen Verlag gegründet und haben versucht, bei diesem Verlag Themen abzubilden, die irgendwie Deutschland und Tschechien betreffen. Und haben uns als erstes mit der Zeitgeschichte beschäftigt, die in den letzten 100 Jahren speziell die Beziehungen zwischen Deutschen und Tschechen häufiger unerfreulich als erfreulich war. Und wir haben uns überlegt, eigentlich müsste man mal etwas machen, um sozusagen beide, sowohl die Tschechen als auch die Deutschen zusammenzubringen, eine Brücke zu bauen. Und wir haben uns überlegt, das Erzgebirge sozusagen als geografisches Umfeld ist dafür sehr gut geeignet, weil es ist ein Gebirge, was sozusagen in beide Länder berührt. Das ist die Schnittstelle, wenn man so will. Das ist die Schnittstelle. Und wir haben überlegt, es gibt ja sagen wir, einen regen Grenzverkehr. Von Sachsen fährt man nach Böhmen, um zu tanken oder ein Bier zu trinken. Und man trifft viele Tschechen in diversen Kaufhäusern, die auf der sächsischen Seite zum Shoppen. Und die Überlegung war, vielleicht gibt es noch mehr, also tanken, trinken und shoppen, sondern wir wollen eigentlich auch, die Idee war, dass man jeweils die andere Seite vom Gebirge, auf der anderen Seite vom Kamm, auf Entdeckungstour geht und dort Orte, Sehenswürdigkeiten und dann natürlich auch Menschen kennenlernt. Ihr wollt Wissen vermitteln, also auch das Wissen, was den Nachbar betrifft. Also wir betrachten jetzt von beiden Seiten, dass also die in Böhmen leben, mal einen Blick über die Grenze nach Sachsen machen und umgedreht. Genauso. Richtig. Wie schwierig, Jürgen, war denn die Umsetzung? Es war ein langer Weg, ich sag mal so. Wir haben angefangen vor 10 Monaten. Und die erste Frage, die schon viel Nerven gekostet hat, war, was ist denn das Erzgebirge? Welche Orte gehören zum Erzgebirge? Und wir konnten uns dort also in der einschlägigen Literatur und auch im Internet also keine sinnvollen Informationen zusammensuchen und haben dann in verschiedenen Facebook-Gruppen, in sozialen Netzwerken genau diese Frage in die Runde geworfen. Und hatten dann eine Shortlist, also eine Liste von Orten, die wir uns dann genauer angeschaut haben. Und dann, sagen wir, mit Hilfe von einigen Erzgebirglern haben wir dann also diese Liste auf 70 Orte eingedampft, von denen wir gesagt haben, also die sind Erzgebirge, die gehören ins Erzgebirge rein. Und konnten dann Ende Januar sozusagen dann auch sagen, also das sind die Orte, jetzt fangen wir an mit Arbeiten. Und diese Orte findet man auf dem Spielfeld hier wieder. Richtig, genau. Die findet man auf dem Spielfeld wieder. Soll ich kurz was dazu sagen, Bitte. Wie dieses Spielfeld entstanden ist? Bitte. Also wir haben, meine Frau ist ja, oder die Katarzyna, hat ja in Prag Architektur studiert und hat einige Werkzeuge auf ihrem Rechner, also einige Computerprogramme, mit denen wir dann sozusagen angefangen haben, als erstes die geografischen Punkte einzutragen. Man sieht also hier auf dem Spielbrett, wir haben die Flüsse. Wir haben zum Beispiel die Talsprache Eibenstock, also die großen Gewässer, die blau sind die Flüsse. Wir haben die Berge mal schematisch mit so einem grünen Dreieck eingetragen und haben also angefangen, die geografischen Punkte. Als zweites haben wir die Orte eingefügt und zwar so, wie sich die Orte sozusagen auch in der Landkarte darstellen und haben als drittes dann geschaut, dass wenn man über diese einzelnen Orte läuft, das
Spiel heißt ja, hat ja den Untertitel in 70 Spielzügen von Chemnitz nach Komotau oder Komotow, dass man hier nicht über Wald und Wiese läuft, sondern es müssen wirklich existierende Wege oder Straßen sein. Also dieser Weg, der hier vorgegeben ist, sozusagen also nicht willkürlich gezeichnet, sondern es sind wirklich existierende Wege, damit man also das auch wirklich im Zweifelsfall genauso auch nachlaufen oder nachfahren kann. Jetzt kommen wir aber zu den zwei Varianten. Genau. Wir sehen es hier schon. Also ja. Zum einen habt ihr sehr filigrane, mit sehr viel Liebe gestaltete Spielfiguren mit reingepackt, wo man auch unschwer vermutet, dass das nicht unbedingt für kleine Kinderhände gemacht ist, denn diese Figuren sind sehr, sehr wertig. Das ist echt erzgebirgische Arbeit. Ja? Deshalb die zwei Varianten. Ja. Man sieht es hier daneben, etwas simpler gemacht, robuster gemacht, einfach zu greifen und eben für Kinder. Die Charakteristik von dem Spiel bleibt aber die gleiche. Richtig. Das ist der Unterschied. Also wir haben zwei Editionen. Es gibt eine Liebhaber-Edition mit den fünf Holzminiaturen von der Holzmanufaktur Braun in Oberlochmühle bei Seifen. Wir hatten vorher darüber nachgedacht, welche Figuren wir nehmen. Da gab es also auch noch andere Figuren, an die wir gedacht hatten. Aber wir haben uns überlegt, in Anton Günther, den kennt hier jeder. Dann natürlich der Bergmann, dann der Lichterengel, der Nussknacker. Und mein persönlicher Favorit und auch der von meinen Kindern ist die Reisigsammlerin. Auch eine sehr schön gestaltete, filigrane Figur. Und also das ist wirklich etwas sehr Repräsentatives und hat uns auch beim Herstellungsprozess sehr viel Spaß gemacht. Also zuzusehen dabei, wie das entstanden ist. Gleichzeitig, du hattest es erwähnt, wir wollen natürlich, dass das Spiel nicht nur geöffnet wird, die Figuren in die Anbauwand gestellt werden oder hinter die dreimal verschlossene Vitrine. Also haben wir uns überlegt, wir machen noch eine zweite Edition aus diesen relativ einfachen Nussknackern, die in Neuhausen, auch im Erzgebirge, dort auch gefärbt werden in drei schönen Farben. Und man kann das also wirklich dann auch mit Kindern spielen, da kann nichts kaputt gehen oder zerbrechen. Und und diese unterschiedlichen Figuren bilden sich natürlich dann auch im Preis in der Spiele. Das Ganze, ich habe es jetzt mal herausgekramt, das Ganze ist dann so verpackt und wird von euch, wenn man es bestellt, übrigens, es gab ja, ich sag mal, es gab nur 1000 Stück. Mittlerweile hat sich ja die Zahl um ein Vielfaches schon verringert. Also, liebe Zuschauer, wenn Sie Interesse daran haben, nicht lange zögern, denn wenn es alle ist, hört es auf, sagt man so bei uns. Und die Kontaktdaten zeigen wir Ihnen natürlich eingeblendet, wo Sie das am besten bestellen können. Zurück zur Verpackung. So ist das eingepackt, so kommt das nach Hause. Und was man für einen ersten Eindruck gewinnt, wenn man die Packung, die Schachtel hier aufmacht, das gucken wir uns ganz kurz mal an. Schauen wir mal. Was ist das denn? Das ist ein richtig cooles Spielbrett. Wollen wir uns das mal genau anschauen? Ja, ich würde mir das richtig genau. Hier ganz viele Kinderstart. Das ist richtig cool. Mit Zeichnung, Gängen und Schiffen, ganz vielen Bildern. Eine Einleitung, wo wir ganz lange dafür gebraucht haben. Na, da guck mal rein. Was ist denn da drin? Das die erste Frage auf Deutsch und Tschechisch. A, B oder C. So, und jetzt ist aber noch was drin in der Schachtel, weil wir brauchen ja noch Spielfiguren. Zwei Würfel und 1, 2, 3, 4, 5 Spielfiguren. Und wenn er die vorsichtig rausnimmt, können wir uns mal die Spielfiguren anschauen lassen. Das hier ist ein Lichterengel. Lichterengel. Ja, richtig. Wieder rein. Was ist noch? Dann ein Soldat, oder? Nee, das ist kein Soldat, das ist ein Bergmann. Ein Bergmann. Der zwei Kerzen hält. Ne? Ja. Dann ein Walnussknackerhammer hier. Walnussknacker, genau. Und das Coolste ist die Reisigfrau. Genau, die sammelt Reisig, damit sie zu Hause schön warm machen kann. Und dann
der Gitarrenspieler, wie heißt der noch? Der Gitarrenspieler heißt Anton Günther. Der ist im Erzgebirge sehr bekannt und auch sehr beliebt. Ja. Na, dann würde ich mal sagen, allen viel Spaß beim Spielen und wir probieren das Spiel auch bald aus, oder? Ja, das machen wir. Na dann, tschüss. So, ich hoffe, wir konnten Sie jetzt schon etwas davon begeistern und ich erinnere nur noch mal dran, bestellen Sie es, denn die Stückzahl ist limitiert. Aber Jürgen, jetzt wollen wir natürlich was zu den Spielregeln erfahren. Mhm, genau. Also die Spielregeln sind relativ simpel. Ich versuche euch ganz schnell durchzuführen. Ihr seht auf der Rückseite, vielleicht kurz zur Einführung, also wir empfehlen das Spiel ab dem Alter von 10 Jahren, 2 bis 5 Mitspieler. Und es gibt eine Besonderheit, wenn man das Spiel mit einem Würfel spielt, also wenn man viel Zeit hat oder sagt, also ich möchte mit der Familie gerne an einem langen Winterabend auch viel Zeit mit diesem Spiel verbringen, dann empfehlen wir einen Würfel, da dauert schon mal 90 bis 120 Minuten. Mhm. Wir haben es im Sommer mit 5 Freunden aus dem Erzgebirge gespielt und haben etwa 3 Stunden gebraucht. Das war, also ist schon sehr lang und deshalb haben wir uns noch eine zweite Variante überlegt. Das ist eine mit 2 Würfeln. Dann, wenn ich mit 2 Würfeln würfel, dann komme ich natürlich auch deutlich schneller auf dem Spielfeld voran und dann hat man eine Zeit von etwa 60 bis 90 Minuten. Mhm. Ich würde jetzt mal ganz kurz auf das Spielfeld greifen. Ja. Es ist so, man stellt also die Startfiguren in Chemnitz auf das Startfeld. Ja. Dann würfelt man im Uhrzeigersinn, wer die höchste Zahl hat. Ich simuliere das einfach mal. Genau. Eine 4. Nicht schlecht, aber wahrscheinlich nicht gut genug. Mal gucken. Siehst du, ich habe eine 6. Also ich würde anfangen. Da geht es schon los. Genau. Und dann, ich würde jetzt mal die 2-Würfel-Variante nehmen, würde ich also anfangen mit Würfeln. Und ich habe eine 8, ich nehme mal blau und gehe jetzt zum Feld 8. Also 1, 2, 3, 4, 4 ist hier. 5, 6, 7, 8 und lande auf dem Ort Geising im Erzgebirge. Osterzgebirge. Du kennst dich besser aus im Erzgebirge, ich hätte es gesagt Erzgebirge, aber das ist richtig. So, dann nehme ich die Anleitung oder das Heft und lese... Also der Mensch, der neben mir sitzt und liest die Frage vor. Das würde ich jetzt mal simulieren. Bitte. Frage 8. Die traditionsreiche Bergbaustadt Geising ist heute ein Stadtteil von Altenberg in Sachsen im östlichen Erzgebirge, unweit der tschechischen Grenze. Welche tschechische Stadt ist heute Partnerstadt von Geising? A. Kupferberg, in Klammer Medenetz. B. Beringen, in Klammer Perning. Oder C. Graupen, in Klammer Krupka. Die Klammern, das sind die tschechischen Ortsnamen und der erstgenannte ist der deutsche Name. So, und jetzt muss ich überlegen, welche Antwort könnte denn richtig sein? Und ich antworte es natürlich nicht, weil ich habe ja die Fragen und Antworten gemacht. Und, mir wäre nach C. Dir wäre nach C und dann kann ich ganz hinten auf der letzten Seite nachschauen, da sind nämlich die Antworten drin, und könnte dir sagen, ob C stimmt. Und? Was ich natürlich nicht mache. Da will nur noch ein paar Spiele verkaufen. Aber wenn du ganz neugierig bist, kann ich ja sagen, also C wäre richtig. Ja, gut. So. Bei C, also wenn die Frage richtig beantwortet ist, darf man stehen bleiben auf dem Feld. Ja. Wenn die Frage falsch beantwortet wäre, müsste ich wieder auf das Ausgangsfeld zurück. Zurück nach Chemnitz. Nach Chemnitz. Und genau, deshalb darf ich dort stehen bleiben. Und jetzt wärst du sozusagen an der Reihe mit demselben Ablauf. Du würdest würfeln, ich würde die Frage vorlesen. Mhm. Du kannst entweder stehen bleiben oder zurückgehen. Richtig. Du hast es vorhin schon gesagt, das ist für die Freunde aus Böhmen und Sachsen gleichzeitig gemacht. Deshalb, nicht wundern, zweisprachig. Richtig. Es ist alles zweisprachig, also vor allen Dingen das Begleitheft. Ich halte mal eine Frage. Also im Prinzip sieht das so aus, wir haben auf einer Seite auch mit diesem Flaggensymbol auch gekennzeichnet den deutschen Teil und wir haben hier, ich zeige das auch nochmal, die tschechische Beschreibung, sodass sozusagen also in beiden Sprachräumen dieses Spiel gespielt werden kann. Auch die Antwortmöglichkeiten sind natürlich auch hier dann in tschechischer Sprache. Damit es nicht zu langweilig wird, haben wir auch einige Aktions-
Felder. Das sind auf dem Spiel die gelb markierten Felder. Wenn man dort drauf kommt, passiert irgendetwas Aufregendes. Und ich habe mal jetzt mir rausgesucht für euch das Feld 20. Das ist Tun. Genau. Und dort, wenn du dort drauf kommst, passiert Folgendes. Du hast in der Brauerei Tum ein Bier zu viel getrunken und setzt einmal aus, um deinen Rausch auszuschlafen. Kennen wir beide, ne? Wenn du das nächste Mal dran bist, darfst du die Frage beantworten. Das heißt, also man setzt dort einmal aus auf diesem Feld. Mhm. Und das nur beispielhaft ist, ihr habt noch viele solcher gelben Aktionsfelder, noch viele, viele mehr. Richtig. Und das verspricht also Spannung und Kurzweile. Spannung und Kurzeweile. Und wir empfehlen also frühestens bei Feld 50 mit dem Becherowka anzufangen, damit man sich gut konzentrieren kann, dann für den Endspurt bis nach Komotau. Es gibt noch eine Besonderheit, die mir noch wichtig ist zu erwähnen. Wir arbeiten auf dem Feld nicht sagen wir, die Felder in Sachsen ab und gehen dann nach Böhmen, sondern im Spielfeld bewegen wir uns ständig. Also man geht raus aus Sachsen, kommt nach Böhmen, geht wieder nach Sachsen zurück, geht wieder nach Böhmen. Deshalb ist also keine, sozusagen so ein bisschen eine Schlängellinie, weil wir wollen ja grenzenlos uns durchs Erzgebirge bewegen und einfach mal sagen, lass uns die Grenze vergessen, sondern einfach gucken, sozusagen nach der Landschaft langlaufen. Oder man bleibt während des Spiels ständig ein Grenzgänger. Oder man bleibt ein Grenzgänger, das hast du sehr schön gesagt. Richtig. Prima. Mhm. Wo ist das Spiel erhältlich? Das Spiel ist erhältlich ausschließlich beim Verlag. Wir haben eine Internetadresse, www.czerner-kosova.de. Es gibt einen autorisierten Händler im Erzgebirge, das ist der Sport- und Buchshop in Thalheim. Für alle die, die vorher, bevor sie das Spiel kaufen, sich nochmal das anschauen möchten, wäre dann so dort die Möglichkeit, sich das anzusehen. Und ansonsten das, was du eingangs schon gesagt hast, wir haben also jetzt gestartet mit 1000 Exemplaren in der ersten Auflage. Werden dann die zweite Auflage voraussichtlich zu Ostern 2023 herausbringen, und zwar die Familienedition. Da die Herstellung dieser Miniaturen sehr, sehr zeitaufwendig ist, werden wir hier dann die zweite Auflage erst zu Weihnachten 2023 auf den Markt bringen. Das heißt, wir empfehlen, also jetzt schnell zuzuschlagen für alle die, die sagen, wir wollen es gerne verschenken zu Weihnachten oder für uns als Überraschung sozusagen uns selber schenken, empfehlen wir wirklich schnell jetzt aktiv zu werden, weil irgendwann, klar, ist es alle. Und dann dauert es halt wieder bis zum nächsten Jahr. Seit wann seid ihr mit dem Spiel am Markt? Seit wann wird es vertrieben? Vertrieben wird das Spiel jetzt seit 7 Tagen. Und meine Frau und ich, wir haben eine Wette abgeschlossen, wie lange wir denn lieferfähig sein werden. Und ich habe gewettet 29. November und sie ist der Meinung 12. Dezember. Und mal schauen, wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Ja. Was ist denn in den vergangenen 7 Tagen schon passiert bestellmäßig? Also wir haben jetzt in den vergangenen 7 Tagen knapp 300 Spiele auf den Weg gebracht. Der Ablauf ist so, sobald die Bestellung eingeht, versenden wir eine Vorausrechnung. Die muss bezahlt werden, und sobald der Geldeingang bei uns erfolgt ist, liefern wir mit DHL das Spiel aus. Und das auf beiden Seiten, also sowohl auf der deutschen Seite als auch auf der tschechischen Seite, das ist ja zuverlässig. Also das Spiel ist dann innerhalb von 24 Stunden dann auch in der Regel auch beim Käufer. Also es bleibt spannend. Mhm. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Jürgen Czerner hier bei uns im Studio mit seinem Spiel Grenzenlos durchs Erzgebirge. Ich danke dir für den Besuch. Gerne. Und wünsche euch natürlich viel Erfolg noch weiter, viele Ideen für weitere Spiele. Mhm. Schön, dass du da warst, und Glück auf. Glück auf. Vielen Dank.